Lehrer gehören wahrscheinlich neben Polizisten und Politikern zu den unbeliebtesten Berufsgruppen. Und die Lehrer bekommen es ganz schön ab. Zwei Lehrer schlagen aber zurück. Nach einem Abend mit den beiden dürfte man einen ordentlichen Muskelkater vom Lachen haben. Andreas Ferner und Markus Hauptmann, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, im echten Leben steht ihr beide vor der Klasse. Ist das so lustig, dass man daraus ein Kabarettprogramm stricken kann? Also vor der Klasse stehen ist super, teilweise auch lustig. Aber wir machen eben, wie du richtig sagst, weil die Lehrer so ein schlechtes Image haben und auch die Schule, ist es sehr naheliegend, da eben ein Kabarett drüber zu machen. Und das ist eine super Übung, wenn du in der Klasse stehst und deine Wuchtlung gerne mal ausprobieren kannst, das dann am Abend irgendwie auch den Erwachsenen präsentierst. Ich meine, du musst ein bisschen aufpassen, ob du dann diese tiefe Wuchteln haben wir ja nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Intellektuelle machen wir natürlich nicht, aber ja. Genau, man kann in der Klasse super üben für die Bühne und umgekehrt auf die Bühne natürlich auch. Also wenn du jahrelange Bühnenerfahrung hast, kannst du nach dem strengsten Publikum der Welt bestehen, Schüler. Also das sind wirklich die kritischsten. Also die schaffst du jedes Kabarettpublikum. Die strenge Rolle des Lehrers. Ihr habt auch beide einen Titel, Lehrer des Jahres 2012 und lustigster Lehrer Österreichs. Wie habt ihr euch überhaupt zusammengefunden? Ja, wir kennen uns ja eh schon ewig eigentlich, lustigerweise. Wir haben ja beide, machen ja schon seit gefühlten 5000 Jahren Kabarett. Und irgendwann, also ich habe damals irgendwie mich auf dieses Bildungsthema draufgesetzt. Der Andi hat dann mit Schule Alter gleich ordentlich nachgezogen und dann haben wir gedacht, jetzt tun wir alles zusammen und ich schwimme jetzt quasi auf seiner Erfolgswelle mit. Ne? Da, als Ranghöchster von uns beiden, ich bin ja nur die Volksschullehrerin quasi, nicht er als Professor, habe ich mir gedacht, Andi, darf ich mit dir Kabarett spielen? Und er hat ja gesagt. Und ich habe gesagt, zu dieser Ehe. Ja. Aber es ist wirklich eine Idee von Markus gewesen, eben, wir machen beides Thema und dass wir uns da zusammentun und gemeinsam über die Schule, das ist eine super Geschichte. Noch dazu eben er Volksschullehrerin, ich Hacklehrer, das sind wirklich alle Sichtweisen und von dem her können Hacklehrer? Wir Hacklehrer. Hacklehrer. Ich bin Hackler und er ist Volksschullehrerin. Das ist die Hacklehrerregelung. Genau, die Hacklehrer. Ich gehe hoffentlich bei den Hacklehrpensionen. Ja. Aber bevor du in Pension gehst, noch eine andere Frage. Ihr unterrichtet unterschiedliche Altersgruppen. Einmal Gymnasium, einmal Volksschulkinder. Ich mache Hack, aber es ist eh Hack. Also Jugendliche. Genau. Wer hat es da schwerer, beziehungsweise wer hat mehr zu lachen? Ja, also ich glaube, sein Job ist insofern noch wichtiger, also allerdings, weil er wirklich die Jungen hat. Ich sage jetzt, da muss man alles richtig machen, also großer Respekt. Bei mir, ich kann dann quasi hoffentlich auf seine Arbeit aufsetzen. Also bitte Sina, falls Sie das Lesen beibringen. Naja, vor allem meine Kids hören ja mir noch zu. Also deine sitzen alle mit dem Smartphone drin und dann Facebook. Gleich einmal, genau, Facebooken ordentlich. Was hat der Herr Professor Ferner gestern wieder gemacht am Abend? Nein, ich bin also zu Hause, immer zu Hause. Nein, ich sage jetzt, meine Schüler sind zwischen 14 und 20. Da gibt es andere lustige Situationen, meiner Meinung nach sehr viele. Wie das jetzt bei den Kleinen ist, weiß ich nicht. Also noch mehr, viel noch mehr, viel mehr. Okay, also es ist, glaube ich, beides sehr lustig. Gell? Der Kindermund hat Gold, sozusagen. Tut Wahrheit kund. Genau. Ja. Also Kinder sind super, wenn es um Witze geht. Nun zu eurem Programm. Es heißt Team Teaching, das heißt, zwei Lehrer stehen gemeinsam in der Klasse. Das soll jetzt bei Lehrern aber nicht so beliebt sein. Warum eigentlich? Also ich sage jetzt, der Markus ist ja lustigerweise ganz anderer Meinung, dass es in seinem Bereich schon beliebt ist. Lehrer sind als Einzelkämpfer verschrien und meiner Meinung nach ist es auch oft so, weil das ist auch aber so schön am Job, dass man das seine Klasse, sein Ding quasi gut schupfen kann, sehr eigenverantwortlich, wenn man es gut macht. Und von dem her ist es, wenn man da zusammengeschweißt ist, hat natürlich auch immer seine Nachteile. Der Markus, glaube ich, mögt sein Teamteaching schon gern. Ja, ja, na, Teamteaching ist ganz wichtig, vor allem Material haken und bekommt trotzdem die Hälfte vom Gehalt. Was passiert jetzt beim Teamteaching auf der Bühne? Ja, da ist es quasi wirklich so, dass wir uns das aufteilen und von beiden Bereichen das reinbringen, gemeinsam Nummern machen, alleine Nummern machen. Also das ergänzt sich halt sehr, sehr gut. Ja. Wir machen eben, weil du gerade vorher über das Image gesprochen hast, wir machen auch einen Imagefilm, einen Lehrer-Imagefilm, also kabarettistisch auf der Bühne. Wir reden aber über Bildungsexperten. Und da kommt der Pantomime in uns durch, nämlich. Das ist ja super. Das wir hatten neu. Vorpremiere und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Pantomime gemacht auf der Bühne. Und das war echt lustig. Und die Leute haben gelacht. Ja, sie haben. Das war lustig. Aber es kommen halt viele Themen vor, Zentralmatura, aber eben auch Dinge, wie es in der Volksschule ist, welche Probleme es bei mir gibt. Facebook, Stichwort falscher Umgang der Schüler mit sozialen Medien, kommt immer wieder mal vor, nicht in die Schule kommen. Und unser Lieblingsthema?
Habe ich schon gesagt. Die Bildungsexperten. Hast genau, du schon gesagt, entschuldige. Du passt nicht auf. Ja, nein, wie in der Schule. Machen wir eine Stundenwiederholung. Mit Kabarett will man aber nicht nur zum Lachen bringen, sondern oft auch eine Botschaft vermitteln. Was ist jetzt so der Kern? Dass man uns Lehrer vielleicht doch ab und an einmal auch lieb haben kann. Dass wir Lehrer nicht die Bösen sind, die gottgleich vor der Klasse stehen, sondern dass wir eigentlich ganz liebe und sympathische Menschen auch sind. Ja, also dem Ansatz und dem die Botschaft ist, vielleicht auch ein bisschen aufzuzeigen, was der Lehrerjob eigentlich alles in sich birgt, was jetzt vielleicht gar nicht so klar ist. Ja, also die Seiten, also angefangen natürlich von Gangaufsicht über Elternsprechtag, aber auch so, der Lehrerjob hat viele Dinge in sich, die vielleicht gar nicht so klar sind. Es ist schon die Botschaft so, schaut euch einmal so an, wie es in der Schule und als Lehrer wie es wirklich ist. Genau, vielleicht seid ihr dann nicht mehr ganz so böse auf die 2 Monate Ferien. Sehr gut. Das neue Programm Team Teaching hat am Montag, am 21. September Premiere. Wir verlosen jetzt 2x2 Karten für den 4. Oktober. Seien Sie schnell und schreiben Sie an gewinn@w24.at. Dann wünsche ich euch für die Premiere am Montag alles, alles Gute und vielen Dank fürs Kommen. Danke. Danke auch. Danke. Danke. Können wir brauchen.